Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Biberleiner draußen. Wir spielen weiter Timberborn und ja, ich habe es endlich gefunden. Man muss allerdings auch dazu sagen, ne, ich hatte die anderen Folgen alle in einem Bunch aufgenommen. Ich war so dermaßen begeistert von diesem Spiel, ähnlich wie wahrscheinlich viele von euch, die hier zugucken. Und habe einfach mal durchgezogen bis Ende März mit meinen Aufnahmen. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, kann ich hier frei, dank euch, weil ihr mir das geschrieben habt, den Kamerawinkel einstellen, wie ich lustig bin. Und ja, wir haben hier immer noch so ein kleines Problem mit dem Schmutzwasser, das aber wahrscheinlich lange Zeit kein großes Problem sein wird. Ich lasse jetzt mal die Biberlein arbeiten, auf normale Geschwindigkeit. Ich habe vor, das hier auch noch mal ein bisschen mehr zu machen, eventuell noch hier mit hin. Dann brauchen wir aber noch mal einen zweiten Kollegen dieser Art. Und nach wie vor wollen wir natürlich auch noch hier unsere Erweiterung unserer Anbauflächen in Angriff nehmen. Und was ich auch tun möchte, ist endlich hier so ein bisschen eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, eine unsere Wohngegend wohnlicher gestalten, nennen wir es so. Ja, wir wollen die Wohngegend wohnlicher gestalten. Das ist auch so ziemlich das, was wir jetzt, glaube ich, gerade eben am allerbesten tun können. Ne, also ich werde das jetzt hier tatsächlich so gestalten fürs Erste, denn wir wollen ja da später hochkommen an der Stelle. So der Plan, da oben wollen wir hin. Und jetzt muss ich mir gerade eben mal überlegen, wie kommen wir eigentlich da am sinnvollsten hoch? Ich muss jetzt hier ein Treppenhaus errichten. Ohne das kommen wir hier de facto halt nicht nach oben. Und dann, wenn wir dieses Treppenhaus haben, ja, ich muss eigentlich tatsächlich dann sogar noch hier so hoch und dann noch hier hin, dann kommen wir de facto hier hin. Ja, da kommen wir de facto hin. Okay, ich kann das hier gerade eben nochmal wegmachen. Moment, wo war denn das? Das hier, genau, das hier kann weg. Das braucht hier niemand. Wir machen jetzt hier noch ein Treppenhaus hin. Ich kann es hier leider nicht alles nutzen nach diesem Plan. Es sei denn, ich würde es schlauer machen. Ja, das ist das große Problem. Wenn ich schlauer machen würde, würde es gehen. Aber dann müsste ich halt noch weiter in diese Richtung, ne? Und das ist halt ein bisschen doof. Aber ich denke, dass man das so machen könnte. Es sei denn, Moment. Es sei denn, nee, wir machen es schon richtig. Lasst es uns richtig machen an dieser Stelle. Sodass ich nämlich dann hier, Moment, ich kann das jetzt hier gerade eben leider nicht so setzen, wie ich das gerade möchte. So, jetzt würde es gehen, genau. Dann kann ich hier das Treppenhaus wieder hier hin machen. Dann können wir hier wieder hochgehen. Also jetzt muss ich wieder einen Zweier hinsetzen, nochmal einen Zweier hinsetzen, nochmal einen Zweier hinsetzen. Moment, wieder umdrehen hier. So, wunderbar. Ne, warte mal. Wir wollen ja noch eins höher. Genau, wir wollen hier hin. So, zack, zack. Ja, ist besser so. Ist besser so. Dann können wir hier oben nämlich den gesamten Wohnraum hin planen. Und vielleicht sogar später hier noch oben drauf. Na, also wir werden hier unten diese Fläche nutzen für unsere Nahrungsmittelversorgung. Und das hier werden wir nutzen, um jetzt darin zu wohnen. So mein Plan, Leute. So mein Plan. Haben die das da drüben jetzt eigentlich schon zugemacht? Nee, noch nicht so ganz. Aber sie sind dabei. Sie sind dabei, das jetzt hier zuzumachen. Und ich bin drauf und dran zu sagen, dass ich das hier wieder reaktivieren will. Jetzt haben wir halt wieder einen Job zu wenig, aber ganz im Ernst, ich möchte auf jeden Fall, dass diese Bäume jetzt hier wieder reaktiviert werden. Es gibt ja auch noch einige Bäume, die wir noch abbauen können. Okay, der hier könnte eigentlich auch irgendwann nochmal pumpen. Alles zu seiner Zeit. Ich glaube, ich habe hier gar niemanden. Ach doch, ich habe doch hier noch einen, der Holz macht. Perfekt, ich habe doch hier sogar noch einen, der Holz macht. Gut, 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 gut. Okay, und nach wie vor haben wir das Problem, dass wir ein paar Biberchen haben, die sich jetzt hier gerade eben entkontaminieren müssen. Und ja, ich weiß, es ist sowas von überfällig. Viele von euch haben gesagt, ich muss jetzt endlich mal anfangen, mit Sprengstoffen zu arbeiten. Wir fangen jetzt an, mit Sprengstoffen zu arbeiten. Ich muss jetzt gerade eben bloß mal wieder finden, wo die sich befinden. Nee, nee, nee. Ach, das
Das war doch irgendwo da vorne, glaube ich. Genau, hier. Erstmal die Sprengstofffabrik wird jetzt von uns hier freigeschaltet. Und ich bin drauf und dran zu sagen, komm, wir machen jetzt hier direkt alles Dynamit. Ihr seht, es ist relativ teuer. Das wird auch jetzt hier alles von uns wegfressen, was wir jetzt hier an Forschung aufgebaut haben. Aber ich denke, es lohnt sich. Und ich werde auch die Bewässerungsbarriere jetzt hier direkt schon mal erforschen. Ach komm, ich nehme auch noch die Dreifachschleuse jetzt hier gleich mit. Möglicherweise brauchen wir diese Dreifachschleuse. Apropos Dreifachschleuse, ich möchte hier auf jeden Fall das jetzt hier wieder erreichbar machen. Und dafür werden wir hier jetzt hier einen Weg rübersetzen. So, das wird sehr, sehr wichtig. Und diesen Weg verbinden wir jetzt hier natürlich auch. So. Und diesen Weg machen wir eigentlich nur aus einem einzigen Grund. Weil ich hier die Schleuse setzen möchte. Ne? Hier machen wir jetzt die Schleuse hin, denn ich will das Wasser, also das normale, saubere Wasser, natürlich hier in diesem Laden halten können. So, deswegen machen wir jetzt 1, 2, 3, 4 das Ding so hin. Und dasselbige werden wir dann später hier noch veranstalten müssen. Das müssen wir dann hier veranstalten. Dafür müssen wir jetzt hier wieder runter. Und dann da drüben, ich würde mal sagen, ja komm, wir gehen ganz faul einfach geradeaus heute. So, und können das dann hier so machen. Und dann werden wir dasselbige hier so veranstalten, dass wir hier dauerhaft einen Zugang haben. So. Ich gehe dann hier hin. Hier hin. Und irgendwann mal können wir da drüben dann auch, wie ihr sehen könnt, hier nochmal dieses Metall abbauen. Aber das ist alles eine gewisse Frage der Zeit. So. Ich bin am Überlegen. Ja doch. Wir machen jetzt hier diese hohen Dinger hin. Und reißen die jetzt hier nochmal ab. Und einsammeln können wir das später dann, wenn es hier kein Brackwasser mehr ist, ne? So mein Plan. Das heißt also, wir können das Ding jederzeit öffnen und schließen, wie wir lustig sind. Das ist auf jeden Fall jetzt hier aus meiner Sicht gerade eben super wichtig. Und dasselbe ist dann, dass wir dann so langsam aber sicher auch in diese Richtung noch kommen, wenn wir das möchten. So, wir gehen dann hier nochmal hoch. Und da hoch. Und können dann im Kern diese Gebiete so langsam aber sicher in Anspruch nehmen. Und ja, vielleicht sogar dann hier irgendwann zumachen, was ich eigentlich ganz, ganz cool finden würde. Oder man macht hier zu, nach wie vor. Aber ihr seht, wir haben immer noch einige Sachen hier zu machen, damit hier das böse, böse Wasser nicht Probleme bereitet. So, hier wird immer noch gerade eben Wasser rüber gepumpt. Ich muss mal gerade mal den Wasserstand mir angucken. Der ist jetzt bei 1,60, 1,61. Ich meine, der pumpt ja hier kontinuierlich. Ich bin noch mal überlegen, ob ich das hier dann nochmal verändere. Aber erst, wenn wir das Problem hier gelöst haben. Und ja, ich weiß, die Pumpen sind selektiv. Ich kann also theoretisch hergehen und auch das Brackwasser hier rauspumpen. Weiß ich inzwischen. Viele von euch haben es genügend geschrieben. Nochmal danke für die Hinweise und Tipps an der Stelle. Und jetzt können wir mal wieder speeden, Leute. Jetzt können wir mal wieder speeden und gucken. Denn ich will jetzt hier gucken, dass wir jetzt hier unsere Probleme an dieser Stelle jetzt hier lösen. Aber wie gesagt, erstmal, das hier ist viel, viel dramatischer, viel, viel wichtiger zu machen. Dann kommen wir nämlich nicht mehr in dasselbe Problem wie in der letzten Folge. Das war schon wirklich dramatisch. Also ich empfand das als dramatisch, was da in dem Moment passiert ist. Gut, also es hätte schlimmer sein können, aber ich fand es schon schwierig. Ich fand es schwierig, was da in dem Moment passiert ist. Gut, 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 gut. Na, man sieht ja sogar noch hier so leicht das rötliche Wasser noch mit drin, ne? Aber okay. So, nahrungsmitteltechnisch sind wir nach wie vor tippitoppi aufgestellt. Ich habe hier immer noch keine Talsperre drin. Was heißt Talsperre? Also, ich bin immer noch im Überlegen, ob ich hier einen Damm errichte. Viele von euch haben auch gesagt, ich hätte hier das Wasserrad hinmachen sollen. Aber ich weiß es nicht. Ich mache das jetzt hier auf diese Art und Weise.
Ihr seht, es gibt immer noch so viel zu machen. Hier gibt es immer noch die Kaffeerösterei und die Ölpresse und auch einen zugehörigen Motor. Wir haben jetzt eine Menge Produktionsplanungen am Start. Und ey, es ist der Wahnsinn, wie lange diese Jungs hier brauchen, bis die sich jetzt hier wieder regeneriert haben. Das ist der absolute Oberhammer. Ich muss übrigens auch demnächst wieder euch, also meine lieben Patreons, hier wieder reinnehmen ins Spiel. Oh Gott, was ist... Ah, ja, ich... Alleine deswegen müssen wir hier gucken, dass... Moment, drücken wir mal T. Dass das hier irgendwann gebaut wird, ne? Alleine deswegen müssen wir das machen. Uff, 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 uff. Ja, alles zu seiner Zeit, Freunde, alles zu seiner Zeit. Die Biberlein müssen jetzt halt mal ranklotzen. Inzwischen haben wir 6 Jungtiere, wir haben noch 3 Leute, die nicht arbeiten. Okay, ich kann mal das Tee wieder reinmachen, so. Da ist gerade eben gar keiner drin. Jetzt legt er sich wieder rein. Kann man das eigentlich sehen, dass es zurückgeht? Ich habe noch nicht wirklich Erfahrung damit, dass die armen Biberlein jetzt hier so verseucht sind, ne? Eventuell muss ich das alles noch mal ein bisschen näher hier hinbauen. Wohlgemerkt, alles zu seiner Zeit. Wir sind da vielleicht noch ein bisschen arg früh dran. In der Entwicklungsphase. Ach Gott, hier liegt ja noch so viel Material rum. Wie wäre es, wenn ihr das hier mal einsammeln würdet? Welchen Fan von? Aber dafür muss erstmal Platz da sein. Diesen Platz haben wir gerade eben nicht wirklich. Ich habe jetzt so viele Sachen in Auftrag gegeben, die sie jetzt hier erstmal alle abarbeiten müssen. Und oh Gott, sie haben es natürlich wieder geschafft. Sie haben es wieder geschafft, hier mich zur Weißglut zu treiben. Mit einer äußerst fragwürdigen Entwicklung. Naja, da kommen wir nachher auch noch irgendwie ran. Also irgendwie kommen wir da auch noch ran. Ich glaube, ich weiß sogar, wie wir das machen. So. Und so. Und jetzt mache ich meinen Weg einfach dahin. So, dululut und dululut. Also sie werden rankommen auf die eine oder andere Art und Weise. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass sie das jetzt hier abschließen. Von der Nahrungsmittelsituation her, wir haben immer noch über 500 Sojabohnen. Ah, ne, Entschuldigung, wir haben 1200 Beeren, die werden aber nur im Notfall gegessen. Wir haben 10 fermentierte Maniokwurzeln, 560 Kohlrabi und 930 Mangrovenfrüchte. Ganz im Ernst, also es ist der Wahnsinn, was wir jetzt hier an Grünfläche geschaffen haben. Oh, man schaue sich mal hier dieses Gewusele an. Jetzt haben wir schon 3 Kontaminierte. Okay, also es ist wirklich gefährlich, hier rumzuschwimmen. Es scheint wirklich gefährlich zu sein, hier drin rumzuschwimmen gerade eben. Das gefällt mir gar nicht. Also es kann die Leute auch wirklich jetzt hier in Gefahr bringen. Das gefällt mir nicht. Wie sieht es eigentlich jetzt hier aus? Wir sind hier bei 1,52. Na, der pumpt hier immer noch wie blöde. Warum sind die toten Bäume hier tot? Ach! Weil hier sich so viel Schmutzwasser angesammelt hat. Okay, das ist nicht so cool. Okay. Also ich muss dieses Schmutzwasser wirklich irgendwann mal hier rauspumpen. Das muss ich irgendwann mal wirklich hier rauspumpen. Oder aber wir lassen es einfach verdunsten, wenn das Problem jetzt hier sich löst. Hoffentlich in einem Wohlgefallen. Ist ja auch möglich. Ich bin mir überlegen, ob ich noch mehr Holz machen soll, aber das große Problem ist gar nicht so sehr, dass ich zu wenig Holz hätte, sondern ich brauche eigentlich mehr Biber. Ich brauche mehr Biber,
Und wir haben ja jetzt schon angefangen, jetzt hier direkt erwachsene Biber jetzt hier zu erschaffen. Ihr seht, na, da kommt jetzt hier schon wieder einer her. Sind wir schon wieder bei 68. Ich glaube, ich kann es mir leisten, noch mehr Biberlein zu machen. Dekontamination. Ich muss mich gerade eben erst wieder zurechtfinden, Leute. Hier, genau. Ein weiterer verbesserter Zuchtbehälter. Wir machen noch einen. Wir haben das Zeug da. Und an dieser Stelle sage ich einfach mal, dass das jetzt hier mal mit einer erhöhten Priorität laufen soll. Weil, wie gesagt, ich möchte die Gesamtbevölkerungszahl erhöhen. Oh, warte mal, ich möchte mal gerade mal gucken. Ich hätte jetzt gerade eben gucken können, wie, also mit, in welchem Alter die da rauskommen. Das kriege ich jetzt so gerade eben nicht mehr raus. Okay, das kriege ich so nicht mehr raus. Ich würde gerne wissen, in welchem Alter die da rauskommen. Also ob die halt 0 sind oder ob die im Alter von 7 geboren werden. You know what I mean? So, hier kommen wie gesagt Beeren und Extrakt rein. Und dann beginnt jetzt hier die Party. Hier fehlt noch der Extrakt. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Und wir sind jetzt demnächst hier drüben fertig. Boah, also dann haben wir wirklich erstmal die Sache einigermaßen abgesichert. Warte mal, wir können doch mal vergleichen. Hier ist. Nee, warte, ich habe hier noch gar kein Wasserstandsmesser. Hier muss ich irgendwann auch nochmal einen Wasserstandsmesser machen. Wo war denn der nochmal? Hier war der. Ich würde den Wasserstandsmesser gerne hier hin machen. Der hat aus meiner Sicht auch eine gewisse Priorität. Ja, also ganz im Ernst, das schaffen wir noch im Laufe dieser Faulwasserschwemme. Sehr gut, Leute, sehr gut. Aber ihr seht, viel Wasser ist es nicht mehr. Okay, es sind nur noch 7 cm. Ah, jetzt sieht man auch immer mehr, ne? Jetzt, wo wir das normale Wasser weggepumpt haben, kristallisiert sich immer mehr das Faulwasser hier heraus, was wir hier reingeschwemmt haben. Und das ist halt der unangenehme Part. Wie viel Zentimeter noch? Noch 6. Es könnte echt sein, dass wir noch einige Biberlein jetzt hier damit, ja, krank machen. Im schlimmsten Falle. Im schlimmsten Falle werden noch mehr krank. Ich habe gerade echt ein bisschen Sorge, dass das hier einfach nicht ausreicht. Ah, doch, man sieht, dass die Kontaminierung zurückgeht, aber die müssen da wirklich lang drin rumliegen. Also es ist heftig, wie lange sie da drin rumliegen müssen. Na, ich sag's mal so, ne, es ist nicht ganz so rot wie da draußen. Ich sehe es mal von der positiven Seite. So. Ihr pumpt ja auch fleißig. Der Gag an der ganzen Sache ist, na, die pumpen ja auch immer nur dann, wenn. Also die pumpen ja nicht ins Leere. Die pumpen immer nur dann und hören dann auf, wenn sie voll sind. Das heißt also, wir können die hier ruhig werkeln lassen. Sehr gut. So erfüllen sie die Bedürfnisse. Oh! Und jetzt ist das Wasser hier weg. Okay, das ist gut zu wissen. Also wir sind auch weitgehend das Faulwasser losgeworden. Ich glaube, dass wir auch hier das Faulwasser noch loswerden können. Vor allem, wenn ich den Kollegen jetzt hier wieder starte. Weil ich möchte dieses Faulwasser hier drin nicht haben. Das würde ich lästig finden. Aber es würde, glaube ich, sowieso auch ohnehin abdunsten. So gesehen ist das alles noch in Ordnung. So, wie weit bist du? Ich will halt wirklich mal einen beobachten, der da rauskommt, den sofort anklicken. Das wäre mir gerade eben sehr, sehr lieb.
So, ich weiß auch noch, dass ich da drüben noch Wohnraum habe, ne, den ich dann komplett hier hinräumen muss. Alles zu seiner Zeit. Die Dynamitfabrik könnten wir eigentlich auch mal anfangen zu planen. Gott, das habe ich wieder vergessen, wo sie war. Die war irgendwo hier, genau. Die Sprengstofffabrik braucht auch 150 PS. Ja, und die braucht auch deutlich mehr Platz. Das vergesse ich jedes Mal. Die braucht mehr Platz. Ich glaube, ich kann es mir erlauben, hier kurz mal ein paar von diesen Pflanzen hier rauszunehmen. Und sie abzureißen, beziehungsweise... Ne, ich lasse sie noch zu Ende wachsen hier an dieser Stelle. Die kleinen Kohlrabis. Und dann werden sie einfach nicht nochmal neu gesetzt. So, jetzt haben wir auch die Mauer geschlossen. Fehlt nur noch ganz wenig. Und wir haben immer noch 13,5 Tage vor uns. Ich muss hier mal den Wasserstand im Auge behalten. 26 cm, das ist alles noch völlig okay und im Rahmen. Aber irgendwann mal muss ich halt wieder anfangen, Wasser zu pumpen, ne? Dann pumpen wir das Wasser von hier raus und dann hier wieder da rein. Ich meine, irgendwann mal muss ich auch nochmal diese Wege hier ändern und hier einen Damm machen, dass das Wasser hier nicht frei rüberfließt, sondern nur, wenn es hier einigermaßen voll ist. Möglicherweise wäre ein Plan, das so bald wie möglich zu machen, nicht einmal blöde. Ist nur so eine Idee. Das Dumme ist halt, dass hier das Wasser dafür geholt werden muss. Warte mal, wie tief geht denn das? Das geht eigentlich. Wisst ihr was? Das macht... Ach Gott, ich habe schon einiges geplant. Erstmal muss das hier weg. Und das hier muss weg. So, jetzt machen die erstmal hier wieder ihren Job. Wusel, 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 wusel. Wusel, 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 wusel. So, jetzt möchte ich, dass dieser Weg hier kurz mal unterbrochen wird. Dann machen wir das hier schnell weg, das hier schnell weg. Und jetzt muss ich kurz eine Pause machen, damit hier keine Katastrophe passiert. Also, wir machen jetzt hier, wie gesagt, einen Damm hin. Dass das Wasser hier durchrutschen kann. Den machen wir auf maximale Priorität und den hier auch. Und dann sagen wir wieder, dass sie hier wieder drüber gehen dürfen. Ach Gott, jetzt machen sie das Ding hier schon. Nee, das lassen wir sein, das lassen wir sein. Ich ändere hier den Plan. Ich ändere hier ganz, ganz klar den Plan. Wir gehen jetzt hier hoch hinaus. Und wie gesagt, hier wird jetzt erstmal das jetzt hier gesetzt. Das wird super wichtig. So, genau, mach das mal, meine kleinen Biberlein. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit zu verhindern, dass das Wasser immer nur in diese Richtung schwappt. Ne? Wir können also dann das Wasser hier drinnen einigermaßen halten. So möchte ich das gerne sehen. Und selbiges machen wir jetzt noch hier. So, Moment. 1, 2, 3. Und dann machen wir hier noch... Ach, das geht nicht. Okay, das ist verdammt gut zu wissen. Das kann man nicht machen. Das stellt mich vor eine knifflige Herausforderung. Naja, okay, so knifflig ist es nicht. Das sagt mir jetzt halt einfach nur, dass jetzt hier bestimmte Pflanzen zerstört werden müssen. So, bekommt ihr das jetzt hier noch hin? So, das ist jetzt hier fertig. Jetzt müsst ihr noch das hier machen. Da fehlt es noch 5 Holzstämme. Noch 3. Na komm schon, Wusel, Wusel. Wo seid ihr denn? Okay. Es ist fertig. Perfekt. So, selbiges müssen wir dann jetzt also noch hier machen. Dann verlieren wir halt 3 von den Pflanzen, aber das wird uns nicht umbringen. Ich erhöhe jetzt hier mal gerade eben mal die Priorität. Ne, also wie gesagt, das hier ist der Ort, der immer unter Wasser sein muss. Der muss immer unter Wasser sein.
für unsere Mangroven und auch für die meisten unserer angebauten Pflanzen hier. So, die Pflanzen sind weg. Dann machen wir euch jetzt hier so hin. Mit maximaler Priorität. Wunderbar. Und dann kann ich hier noch... Momentchen mal. Genau, diesen Platz jetzt hier nochmal so nutzen. Dann bekommen wir nochmal einen Platz, wo man theoretisch noch ein Gebäude draufsetzen kann. Später dann. So, und jetzt sage ich denen nämlich, ja, dann legt mal los, Freunde. Ne? Wir wollen schließlich nicht, dass es jetzt hier zu irgendwelchen Katastrophen kommt. Schon gar nicht zu irgendwelchen Trockenheitskatastrophen. So, auch du hier. Und jetzt haben wir schon 75 Biber. Ich hab's schon wieder verpasst. Das darf nicht wahr sein. Ich bin zu abgelenkt mit dem, was ich... Aber wir werden es schon noch rausfinden. Wir werden es schon noch rausfinden. Vielleicht nicht in dieser Folge, aber wir werden es noch rausfinden. So. 74 Biber. Und wir haben diese Situation jetzt hier voll im Griff. So, wenn das jetzt hier gemacht ist, müssen wir das da drüben wieder machen. Also müssen wir wieder die Talsperren, beziehungsweise die Schleusen müssen wir dann endlich machen. Damit ich nachher wieder, wenn in 10 Tagen dann die Dürre vorbei ist, ich Kontrolle über all das hier bekomme. So, noch 2 und fertig. Also, perfekt. Jetzt kann das Wasser von hier oben nicht mehr darunter fließen. Und wir lassen die Biber hier das Wasser hier runterpumpen. Und benutzen das jetzt hier als riesiges Speicherreservat. Und das hier dürfte nicht sogar reichen, um hier die Kaffeebohnen dauerhaft am Laufen zu halten. Wenn alles nach Plan läuft. Gut, wir werden sehen, ob es das tut. So, jetzt fangen wir mal hier an. Wie gesagt, wir beginnen jetzt damit. Und damit. Dann das da noch. Also wie gesagt, es ist klar, dass das jetzt hier alles gemacht werden muss. Wups, 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 wups. Das sind jetzt hier die nächsten Projekte an dieser Stelle, der Reihenfolge nach. Das hier ist noch gar nicht so wichtig, wie gesagt. Das ist eher nur so eine Zukunftsmusik. Jetzt könnten wir halt dem hier noch sagen. Wäre nice, wenn ihr das auch noch kurz tun würdet. Aber eigentlich sind die da drüben viel wichtiger. So, und jetzt pumpen die. Jetzt pumpen die wie blöde. Und also die pumpen jetzt hier das Wasser da rein und das Wasser von denen hier wird jetzt wiederum dahin gebracht. Wir beobachten mal. Es sinkt trotzdem. Also wir werden es gerade nur so schaffen, dass das hier alles so einigermaßen benetzt ist. Mehr werden wir hier, glaube ich, nicht packen. Befürchte ich. Aber wir werden sehen. Gibt es hier einiges, was jetzt hier gemacht werden muss. Und sie wuseln und wuseln und wuseln. Da, guck mal, jetzt fangen sie da drüben an. Ich meine, Bretter haben wir genug. Wir haben 201 normale Bretter. Es werden auch kontinuierlich noch welche produziert. Also die Bretter, die wir haben, dürften eigentlich reichen, um das jetzt hier zu machen. Wir haben übrigens auch keine Kranken mehr, aber es könnte auch gut sein, dass sie gestorben sind, ne? Ich lasse das jetzt hier auf jeden Fall nochmal zur Vorsicht hier da. Es ist mir gar nicht aufgefallen, ob die jetzt gestorben sind, aber es sind einige halt in letzter Zeit an Altersschwäche gestorben. Deswegen kann man da sich gerade eben nicht so ganz sicher sein. So, jetzt heizen sie wieder hier hinten hin. Sehr schön. Und machen da ihr Ding. Wie tief ist das Wasser? Es hält sich gerade bei 7 cm. Also hier bei den Mangroven. Ja, jetzt geht's hoch auf 8. Also wir können das Wasser hier halten. Hier sind wir bei 86 cm.
Also wir pumpen jetzt de facto wirklich hier dieses Wasser ab, um es hier reinzubringen. Also ich sag's mal so, es war jetzt eine halbwegs elegante Lösung, hier das meiste Faulwasser loszuwerden. Ich meine, ein bisschen Faulwasser werden wir jetzt hier immer noch haben. Ich glaube, ich mache auch nochmal hier einen Messometer daran hier. Aber erst müssen sie das hier machen. Es hat immer noch ein elendig weiter Weg. Für unsere kleinen Biberlein. Okay, Freunde. Aber das soll es schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.